In diesem Video erkläre ich die H-Methode. Mit dieser Methode kann man die Steigung einer Tangente an einem Graphen berechnen. Was war nochmal eine Tangente? Das ist eine Gerade, die den Graphen nur in einem Punkt berührt. Also nicht schneidet, auch nicht so schneidet, sondern nur so in einem Punkt berührt. Man kann sich vorstellen, als hätte man hier ein Lineal oder ein Brett, das wir von außen an den Graphen dranlehnen, sodass er nur hier berührt. Warum will man die Steigung einer Tangente an einem Graphen berechnen? Nun, wir sehen, dass die Steigung dieser Tangente hier genauso groß ist an diesem Punkt wie die Steigung des Graphen selbst. Die verlaufen hier parallel. Also wenn wir die Steigung der Tangente ausgerechnet haben, kennen wir damit auch die Steigung unseres Graphen von f von x. Wie gehen wir nun vor? Wir wissen ja bereits, wie man die Steigung einer Sekante berechnet, also einer Geraden, die durch zwei Punkte verläuft, deren Koordinaten wir kennen. Das geht mit der bekannten Steigungsformel. Und wir wissen auch bereits, dass wir die y-Werte unserer Punkte ausdrücken können durch ihre x-Werte, indem man die in die Funktion einsetzt. Denn die Punkte liegen ja auf dem Graph von f von x drauf. Das heißt, wenn wir x1 in die Funktion einsetzen, bekommen wir den y-Wert f von x1. Und wenn wir x0 in die Funktion einsetzen, bekommen wir den y-Wert von x0. Sodass wir unsere Steigungsformel nun auch in dieser Art schreiben können. Nun wollen wir aber nicht die Steigung der Sekante berechnen, sondern der Tangente. Dann machen wir folgende Überlegung. Wir lassen diesen Punkt hier entlang des Graphens in Richtung des anderen Punkts wandern, bis die beiden Punkte miteinander verschmelzen. Und damit ist aus der Sekante eine Tangente geworden. Wir sehen, dass sich die Tangentensteigung dabei ein bisschen verändert. So, was haben wir gemacht? Wir haben also unseren Punkt auf x1 in Richtung x0 laufen lassen. Das nennt man ein Limes, also den Grenzwert für x1 gegen x0 gebildet. Dann erhalten wir die Steigung der Tangente. Jetzt kommt die H-Methode ins Spiel. Und zwar, wir machen eine kleine Umbenennung. Unser x1 benennen wir mal oben in x0 plus h. Also wir wissen ja, x1 soll ein bisschen größer als x0 sein. Das heißt, wir addieren auf x0 einfach einen Wert h hinzu. Und das ist unser ehemaliges x1. Ebenso bekommen wir die y-Koordinate von dem Punkt, indem wir eben x0 plus h in die Funktion einsetzen, sodass unsere Gleichung wie folgt aussieht: f von x0 plus h minus f von x0. Und auch der Nenner ändert sich. Unser x1 haben wir ja durch x0 plus h ersetzt. Und jetzt sehen wir hier etwas Schönes. Im Nenner geht nämlich das x0 und dieses x0 gegeneinander weg. Und es bleibt nur das schöne, einfache h übrig. Das war der Sinn dieser Ersetzung hier, dass wir nun einen schönen, einfachen Bruch bekommen. Gleichzeitig hat sich unser Limes verändert. Aus dem x1 gegen x0 ist jetzt geworden, dass wir unser h gegen 0 gehen lassen. Also wir lassen ja diesen Punkt hier hinwandern. So, dann haben wir hier die fertige Formel für die Berechnung der Steigung nach der H-Methode. Und das wollen wir jetzt mal einem konkreten Zahlenbeispiel anwenden. Wir nehmen uns die Funktion f von x ist x² plus 2x plus 1, das ist diese rote Parabel hier, wählen unser x0 gleich 1 und wollen an diesem Punkt die Tangente anlegen und deren Steigung berechnen. Wir nehmen also die Formel von eben her und setzen jetzt für x0 unseren gegebenen Wert von 1 ein. Dann haben wir f von 1 plus h minus f von 1 durch h. Als nächstes setzen wir für f unseren Funktionsterm ein. Also wir nehmen diesen Term hier und setzen überall, wo ein x steht, 1 plus h ein. Das heißt, wir haben 1 plus h hoch 2 von hier. Das gibt plus 2 mal 1 plus h. Und plus 1. Achtung,
das 1 plus h immer schön einklammern, denn wir wollen ja erreichen, dass das gesamte x, also unser gesamtes 1 plus h, quadriert wird. Auch hier brauchen wir Klammern, weil diese 2 ja mit dem gesamten x multipliziert werden soll. In diesem Teil setzt man die 1 in die x ein, sieht dann so aus, und das Ganze muss durch h geteilt werden. Nun könnte man hier auf die Idee kommen, einfach h gleich 0 hier überall einzusetzen und auszurechnen, aber das funktioniert nicht. Warum? Wir haben nämlich hier im Nenner ein h stehen und wenn wir jetzt hier unten eine 0 einsetzen, dann würden wir etwas Verbotenes tun, wir dürfen ja nicht durch 0 teilen. Also so einfach geht es nicht. Wir müssen erst diesen Bruch umformen, damit wir eine erlaubte Rechnung durchführen können. Als erstes wollen wir nun im Zähler die Klammern auflösen. Wir sehen, hier haben wir eine Summe zum Quadrat. Da braucht man ja immer die binomische Formel a² plus 2ab plus b². Das heißt, hier steht 1 plus 2 mal h plus h². Nun lösen wir diese Klammer auf, indem wir das Distributivgesetz anwenden. Das heißt, wir multiplizieren die 2 mit jedem Term der Klammer. Also das gibt eine 2, das gibt 2 mal h. Diese 1 können wir einfach übernehmen. Und diese Zahlenwerte, die kann man ausrechnen. 1 plus 2 plus 1 gibt zusammen 4. Nun können wir den Zähler etwas zusammenfassen. Wir sehen, ein h Quadrat bleibt stehen. 2h plus 2h gibt zusammen 4h. Und die Zahlenwerte 1 plus 2 plus 1 gibt 4, minus 4 gibt gerade 0. Die heben sich alle weg. Im Nenner bleibt ein h stehen. Das sieht jetzt schon wesentlich einfacher aus. Jetzt würden wir gerne ein h kürzen, aber Vorsicht, in eine Summe hinein darf man ja nicht kürzen. Aber wir sehen, dass in dieser Summe, in jedem Summanden, ein h vorkommt. Das heißt, wir können in dieser Summe ein h ausklammern. Habe ich hier gemacht. Jetzt haben wir hier Faktor h im Zähler, Faktor h im Nenner. Die können wir gegeneinander kürzen, sodass jetzt nur noch übrig bleibt h plus 4. Und jetzt haben wir das Problem gelöst, dass wir hier nicht durch 0 teilen dürfen. Denn unser Bruch ist nun verschwunden, steht nur noch h plus 4 da. Hier darf ich jetzt gefahrlos für h 0 einsetzen. Und dann kommt einfach die Steigung 4 raus. Und tatsächlich, wenn wir mal in unsere Skizze schauen, wenn ich hier 1 nach rechts gehe, 4 nach oben, unsere Tangente hat genau die Steigung von 4. Das war die Berechnung mit der h-Methode. So, wenn wir dieses Beispiel soweit verdaut haben, können wir noch einen Schritt weiter gehen. Wir haben ja hier die Tangente an einem festen Punkt bei x0 gleich 1 angelegt. Wir wollen uns jetzt den allgemeinen Fall anschauen, dass wir die Tangente an einem beliebigen Punkt anlegen. Also unser x0 ist jetzt irgendein Wert x. Im Prinzip führen wir dazu genau die gleichen Schritte aus. Wir nehmen unsere Steigungsformel, setzen jetzt aber für x0 nicht mehr einen konkreten Wert ein, sondern wir setzen dafür ein x ein. F von x plus h minus f von x. Das f ersetzen wir durch unseren Funktionsterm, setzen x plus h hier vorne ein und setzen x hier hinten ein. Müssen das wieder umformen mit binomischer Formel. Vereinfachen. Hier sehen wir wieder, dass wir ein h ausklammern können. Wir kürzen ein h gegeneinander. Und übrig bleibt der einfache Term h plus 2x plus 2. Wir haben es hier wieder geschafft, den Bruch zu beseitigen. Das heißt, hier dürfen wir nun gefahrlos für h 0 einsetzen. Und es bleibt die Steigung übrig 2x plus 2. Das heißt, egal an welchem Punkt wir hier die Tangente anlegen, wir nehmen einfach die x-Koordinate dieses Punkts, wo wir anlegen wollen, setzen diesen Wert hier ein und bekommen unseren Steigungswert heraus. Also vorhin hatten wir hier x gleich 1, x0 gleich 1 gesetzt, dann setzen wir das hier ein, bekommen die Steigung von 4 raus.
Hier sind wir jetzt aber in der Lage, für beliebige Werte von x jeweils die Steigung auszurechnen. Und diese Funktion, die wir hier rausbekommen haben, das nennt man die sogenannte Ableitungsfunktion f' von x, die lautet 2x plus 2. Zu jeder Funktion, die wir hier oben angesetzt haben, könnte man nun eine entsprechende Ableitungsfunktion in dieser Art berechnen, die uns die Steigung der Tangente an jedem beliebigen Punkt berechnet. Das war die H-Methode und hier wissen wir jetzt auch, was man unter einer Ableitung versteht, nämlich die Steigung der Tangente an einem Graphen.